Löse diese Gleichung 1 gleich 6 mal x hoch minus 2 plus 9 mal x hoch minus 4. Zuerst schreiben wir diese Gleichung in diese Form um. X hoch minus 4, das ist 1 geteilt durch x hoch 4 und x hoch minus 2, das ist 1 geteilt durch x hoch 2. Denn so erkennen wir besser die Existenzbedingung x darf nicht 0 sein. Jetzt multiplizieren wir diese Gleichung beidseitig mit x hoch 4, denn so sind die Brüche weg. Und dann ordnen wir diese Gleichung noch in abfallender Reihenfolge der Exponenten. Wir sehen, dass die unbekannte x nur in diese Form auftritt, x hoch 2. Hier lesen wir x hoch 2 im Quadrat. Also stellen wir x hoch 2 gleich y. Und somit wird diese Gleichung vierten Grades in x zu dieser Gleichung zweiten Grades in y. Die Diskriminante Delta wird berechnet durch minus 6 im Quadrat minus 4 mal 1 mal minus 9. Also ist Delta gleich 72 und so finden wir schnell die zwei möglichen y-Werte 3 plus minus 3 mal Wurzel 2. Also haben wir zwei Fälle. Entweder x² ist 3 minus 3 Wurzel 2 oder x² ist 3 plus 3 Wurzel 2. Aber 3 minus 3 Wurzel 2, das ist eine streng negative Zahl. Und in der Menge R kann das Quadrat einer Zahl nie streng negativ sein, also der erste Fall ist unmöglich in der Menge R. Im zweiten Fall ist x² eine streng positive Zahl, in der wir noch 3 ausklammern können. Und jetzt setzen wir das Quadrat rechts rüber, wo es zu plus minus Quadratwurzel wird. Somit haben wir also zwei Lösungen x gefunden. Und diese zwei Lösungen stecken wir in die Lösungsmenge hinein. Das sind die zwei Lösungen von dieser Gleichung.